Ein vollgepackter Terminkalender, die tägliche E-Mail-Flut, ständige Telefonate und der eigene Perfektionismus. Um auch in einem stressigen Job einen kühlen Kopf zu bewahren, sich die nötigen Auszeiten zu gönnen und gesunde Grenzen zu setzen, ist wichtiger als je zuvor. Das Greentech-Unternehmen Salzburg AG unterstützt deshalb seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Seminar Zeit- und Stressmanagement. Zeitmanagement heißt, dass sie sich einfach die Zeit einteilen. Und das ist schon mal schwierig genug. Aber optimales Zeitmanagement führt oft zur Optimierung der Selbstausbeutung, wenn man nicht auch schaut, dass man den eigenen Stress managt und das die Auszeit natürlich unbedingt nach sich ziehen muss. Und dann ist es einfach wichtig, ein bisschen den Kopf immer wieder zu durchlüften, indem man Verschiedenes da hineinlässt. Dieses Seminar ist Teil eines einjährigen Programmes, welches die Salzburg AG für ihre Führungskräfte anbietet. Mein Job bei der Salzburg AG ist die Kommunikation, die Konzernkommunikation. Das heißt, ich kümmere mich um die interne und externe Kommunikation gemeinsam mit meinem Team. Und das Spannende und durchaus Fordernde an dem Job ist, dass nicht jeder Tag gleich ist und man eigentlich am Tag in der Früh nicht weiß, was ihn heute erwartet. Und das kann auch durchaus stressig sein. Ich erwarte mir viele Tipps und Hinweise, wie man es machen kann, wie man es besser machen kann oder wie man es überhaupt machen kann. Und das Spannende ist, dass man in der Gruppe sehr viel lernt. Ja, ich bin Leiter der Functional Unit Handel. Das ist im Department for Trading and Markets. Und wir handeln mit Gas, Strom und Zertifikate auf die europäischen Märkte. Naja, der Tagesablauf im Handel ist natürlich per se stressig. Und da braucht es natürlich ein gutes Zeitmanagement und gute Tools, dass man wirklich auch die stressigen Phasen im Arbeitsalltag gut beherrschen kann. Dauerhaft online und erreichbar zu sein, in unserer heutigen Zeit kaum wegzudenken. Wir sind ständig irgendwie in Beschlag genommen, sei es im Beruf, sei es im Privatleben. Und selbst der Weg vom Beruf zum Privatleben ist wieder voller Handyempfang, voller WLAN-Empfang und so weiter. Und was unser Hirn braucht, ist einfach irgendwann einmal die Auszeit. Früher hat man gesagt, man müsste einmal sinnieren. Und sinnieren heißt einfach ins Nornkastel schauen. Aber Nornkastel schauen heißt bei uns bestenfalls ins Handy zu schauen, was wiederum unser Hirn aktiviert. Das Seminar Zeit- und Stressmanagement unter der Leitung von Herrn Holzinger ist wirklich ein erstklassiges Seminar, wo man sehr, sehr gute Tools mitkriegt, auch sehr, sehr praxisnahe Tools, die man ganz, ganz schnell einsetzen kann im Arbeitsalltag und ganz, ganz gut mitnehmen kann und integrieren kann in sein tägliches Doing. Also ein ganz wichtiges Tool ist, dass man einfach einmal Hackerl macht am Ende des Tages, dass man sagt, okay, kann ich das jetzt verändern, indem ich noch grüble oder nicht? Und wenn nicht, dann sage ich einfach jetzt Schluss, morgen geht's weiter. Und da gibt es das Tool, dass man dann nicht sagen kann, irgendwann denke ich wieder drüber nach, sondern ich muss dann ganz bestimmt terminisieren. Ich muss sagen, morgen um 8 Uhr mache ich das wieder. Und wenn ich das ein paar Mal tue, dann gewöhnt sich das Hirn und sagt, okay, ich krieg meine Zeit, aber es muss jetzt nicht sein. Mit Seminaren wie diesen ist die Salzburg AG bestrebt, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen. Wenn auch Sie Lust auf einen Job bei der Salzburg AG haben, dann bewerben Sie sich unter www.salzburg-ag.at/karriere.